Wir besprechen heute das Thema Sportverletzungen mit Simon Holdener, meinem Gast, Fitnessinstruktor, Konditionstrainer, Besitzer eines Fitnesszentrums, ein wirklicher Fachmann in diesem Bereich. Herzlich willkommen, Simon, und danke dir für deine Zeit. Es gibt dann diese dumme Aussage, Sport ist Mord. Was sagst du dazu als Sportler? Ich denke schon, dass ein hochintensiver Sport oder eben auch gerade im Profisport ist oft schon nicht sehr gesund oder führt zu vielen Verletzungen oder chronischen Überbelastungen. Also es bezieht sich ja auf die Verletzungen, oder? Man will damit ausdrücken, ja, Sport ist gefährlich, man kann sich verletzen. Das stimmt ja auch, oder? Absolut. Also wenn wir sehen, Skifahren, Fußball spielen, Wandern, haben wir viele Verletzungen, oder? Die meisten Todesfälle sind Wandern beim Wandern Sport. Beim Abstürzen, oder? Nein, aber im Eishockey haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Verletzungen. Ja. Aber es ist so ein Raubbau am Körper durch das ewige, ständige Kollidieren. Mhm. Und ja, das ist sicher, so ist es in dem Sinn natürlich nicht gesundheitsfördernd. Kennst du denn Wege, wie man die Verletzungsgefahr minimieren kann? So klar, jetzt im Profibereich versuchen wir natürlich, sie so robust und so austrainiert wie möglich, so komplett austrainiert wie möglich zu halten, dass sie... Mhm. Und man stelle sich vor, ein Abfahrer im Ski, der nicht wirklich ein Muskelpaket ist, wenn der stürzt, der wäre gleich tot. Mhm. Und genauso ist es auch im Eishockey, die müssen einfach wirklich so fest wie möglich austrainiert sein, weil genügend Muskelmasse ist Schutzfunktion in erster Linie auch. Wenn man gegen die 30 Stundenkilometer gegen die Bande knallt, oder? Mhm. Deshalb müssen sie wirklich sehr, sehr fit sein. Austrainiert sein. Also Fitness ist das Wichtigste? Nicht nur, oder auch die Supplementierung, natürlich die ganz viele Erfolgsfaktoren für die Freshness, also genügend Schlaf, gesunder Lebensstil, gesunde Ernährung, die richtigen Supplemente, das ganzheitliche, gesamte Training, das sie brauchen, für dann auf dem Feld ihre optimale Leistung abrufen zu können. Kann man falsch trainieren? Absolut. Das heißt, dass man dann eben eher zu Verletzungen neigt. Wir können sehr, sehr falsch trainieren. Also die Grundlage der Superkompensation ist sicher entscheidend, eben den einen Trainingsreiz zu setzen und dann Adaptationsprozesse zu haben und dann wieder einen neuen Reiz zu setzen. Das wäre ja eine Superkompensation. Mhm. Und wenn man das nicht richtig berücksichtigt, ist man sehr rasch in einem Übertraining und das führt zu mühsamen Sachen mit Jumpers Knee, Runners Knee und chronischen Gebrechen. Und wie behandeln wir diese, Heinz? Ich bin kein Sportchirurg. Meistens mit Cortisonspritzen oder mit der Symptombehandlung. Es gibt natürlich sehr verschiedene Verletzungen, oder? Degenerative, da ist das Cortison und offensichtlichen Verletzungen braucht es den Chirurgen, oder? Das ist sehr häufig. Klar, ja, jetzt bei richtig strukturellen Verletzungen, aber eben oft bei chronischen Sachen, die vermeidbar wären, eben auch mit guten Trainingsreizen, keinen Überbelastungen und dann sind sie da und sie haben eine chronische Knieentzündung. Was geschieht? Cortison ins Gelenk. Ja. Das wäre oft vermeidbar. Oder? Ja. Ja. Deshalb zu deiner Frage, ja, man kann sehr falsch trainieren. Ja. Kennst du denn gute Mikronährstoffe? Das ist ja dein Hobby. Oder? Deines auch, oder? wo man Verletzungen auch wieder minimieren kann. Oh, sehr, ja. Also ich denke, die richtigen qualitativen Vitalstoffe, Mikronährstoffe sind unglaublich wichtig, dass die Athleten robust sind und dass sie eben nicht in chronische Verletzungen, Überbelastung gehen. Also Aronia-Shot, Aminosäuren, Vitality-Shot, Kurkuma finde ich auch sehr spannend, entzündungshemmend. Mhm. Dann Omega-3 hochdosiert, Vitamin D3, also sehr wichtig für
für den Athleten. Ja. Kokosnussfett. Mhm. Mhm. Ja, stimme dir voll zu. Also es ist ja nicht nur für Verhinderung von Sportverletzungen, es ist generell, oder? Verhinderung von Schäden am Körper, mhm. oder? Ganz allgemein. Mhm. Jetzt, es gibt natürlich schon Verletzungen, eben Bänderrisse oder Knochenbrüche, ist klar, aber ein Bänderriss, der muss operiert werden. Nicht immer, aber meistens. Also da ändert sich auch die Sportchirurgie, das ist mir schon bewusst. Auch Kreuzbandrisse zum Beispiel werden ja nicht mehr immer operiert. Mhm. Gibt es Möglichkeiten, diese Strukturen, Bänder und Sehnen zu stärken? Ja, sehr, ja. Also eben auch dort mit einer guten Mikronährstoffversorgung. Also jetzt bei den Profis, klar, muss auch wieder unterschieden werden. Jetzt eine Bänderverletzung, ist das eine komplette Ruptur oder strukturelle Läsion? Wie viel ist da abgerissen? Und oft muss es ja nicht operativ oder chirurgisch behoben werden. Und wenn ja, dann klar, dann kann man es auch wieder unterstützen mit Kollagen und MSM und Aminosäuren und basischen Bädern, wo einfach dort die Wundheilung. Natürlich, es ist auch sehr unterschiedlich. Jetzt in meinen Erfahrungen habe ich Athleten erlebt, die haben eine unglaublich schnelle Wundheilung. Ich hatte einmal einen Athlet, der hat kochendes Wasser über das ganze Bein geleert. Der hatte schon nach 3 Tagen konnte der wieder spielen. Die Haut war schon fast wieder normal. Mhm. Also unglaubliche Wundheilungen, auch einfach genetisch bedingt, aber sicher auch mit guter Mikronährstoffversorgung. Das ist klar, die fördert das natürlich sehr, ja. Ja. Also eben, das wollte ich auch noch ansprechen, ja, Wundheilungen, also jetzt nicht Haut, sondern wirklich innere Strukturen, oder? Da denkst du, kann man beschleunigen mit Mikronährstoffen? Also ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl, wie viel das dann wirklich beschleunigt wurde, kann ich nicht empirisch sagen, aber wir unterstützen sicher, wo wir können, eben, wenn wir jetzt Aminosäuren und Kollagen und MSM und auch wieder Omega-3 und so weiter geben können. Und wir haben das Gefühl, ja, es beschleunigt. Ja. Nebst der Physiotherapie, die auch ist mit Stromtherapie und Ultraschall und Compression und was es auch gibt. Aber ja, wir haben das Gefühl, wir haben eine kürzere Rekonvaleszenz oder Back-to-Play. Ja. Ja. Wenn jetzt ein Sportler operiert war, bist du da darauf angewiesen, dass der Arzt ihn wieder freigibt für das Training? Oder kannst du da sagen, jetzt würde ich schon etwas beginnen? Oder wie setzt man wieder ein nach einer Verletzung? Also bei uns ist es gut im Medical Team. Also klar, meine Funktion als Athletiktrainer oder auch als Reha-Trainer, ich bin natürlich mehr auf der ziehenden Seite und der Physiotherapeut, respektive der Arzt, ist mehr immer wieder auf der defensiven Seite. Und da haben wir sicher oft auch ein gutes Ringen. Aber klar, im Endeffekt, das grüne Licht, also Back to Play, oder ist dann der Arzt, der das gibt. Mhm. Aber eben oft im Austausch. Oder wenn ich ihm sage, ja, das geht, sehr schnelle Belastungen gehen, Sprünge gehen, explosive Sachen gehen. Er ist gut, er kann spielen, dann wird der Arzt vielleicht noch einmal eine Bildgebung und dann meistens ist es, habe ich dir ja gesagt, kann spielen, dann ist es so. Ja. Aber es kann schon vorkommen, dass man mal zu früh ihn wieder spielen lässt. Absolut, wir hatten jetzt gerade einen Fall in den Playoffs, wo es halt wirklich immer fertig sein kann. Da haben wir auch in Absprache mit den Spielern bei einer Teilläsion eigentlich den Entscheid genommen, dass das gespielt wird. Mhm. Und er hat sich dann noch stärker verletzt. Ja. Aber das hat man in Kauf genommen, ja. Ja, es ist hartes Geschäft. Ungesund, ja. Ja. Ja, vielleicht noch zum Abschluss die Therapie mit IHHT. Das ist eine Methode mit Sauerstoff, zu viel, zu wenig. Da gibt es spezielle Videos dazu. Hast du da Erfahrungen im Spitzensport? Ich habe noch nicht so viele Erfahrungen. Ja. Grundsätzlich habe ich mich früher einfach oft befasst mit Train High
Train Low oder Live High, Train High oder wie auch immer mit einer erhöhten Hämoglobinproduktion und auch mit einer besseren Regenerationsfähigkeit, wenn man dann eben in der Höhe schlief. Und deshalb ist es ja sehr, sehr spannend und man kann es da sicher dann einfach noch viel komprimierter und gezielter einsetzen, auch mit den stetigen Wechseln. Und deshalb ist es sicher ein Thema, wo ich mich zukünftig viel mehr befassen möchte. Ja. Genau, also meine Erfahrung ist auch noch nicht so riesig, also im Bereich Müdigkeit, Erschöpfung so gewaltig gut, aber im Sport kenne ich mich noch zu wenig aus, aber bei uns in der Praxis hatten wir schon Sportler im IHHT und die sagen doch, sie sind leistungsfähiger. Also da hast du noch keine eigene Erfahrung dazu. Nein, wir hatten bis jetzt nicht die Athleten in Sessions geschickt, nur reinen Sauerstoff oder eben nur Höhentraining. Aber diese Kombination von Unterversorgung von Sauerstoff oder eben nur weniger Sauerstoffsättigung, das habe ich leider bis jetzt noch nicht. Es besteht eine Hoffnung, oder, dass wir gerade auch nach Sportverletzungen eine schnellere Wiederherstellung hinkriegen, nebst den Mikronährstoffen. Es ist absolut hochspannend und eben es sind so viele Mosaiksteine für Erfolgsfaktoren. Man versucht natürlich überall da auszureizen und immer wieder zu forschen und das, und gleichwohl eben, es sind dann so viele Erfolgsfaktoren und ich muss immer aufpassen, dass ich den Spielern oder den Athleten nicht immer sage, wenn du das machst, hast du den Schlüssel zum Erfolg und dann sind sie frustriert und es ist immer die Gesamtsumme von allem und deshalb ist es halt für mich ist es mehr unter dem Thema High Performer oder eben das Mindset dieser Spieler, dass sie all diese Erkenntnisse gut machen und deshalb sage ich oft, win the day. Diesen Tag wollen wir gewinnen und gut das Gute tun. Ja. Gut, das war das Thema Sportverletzungen, wie man sie behandeln kann, beschleunigen kann. Herzlichen Dank für dein Interesse und dir, Simon, herzlichen Dank für deine Ausführungen. Danke dir, Heinz. Spaß mit dir zu sprechen.